Ich hab's nur halb verstanden. Es ist okay. Jetzt nach Norwegen Uhrzeigersinn. Und jetzt rechts. Okay. Wie lange geht das jetzt hier noch? Das ist ja furchtbar. Es endet nicht. Jetzt noch runter. Okay. Heilige Scheiße. BJ? Bist du das? Lass mich in Ruhe. Nee, ich muss jetzt diesen scheiß Weg mitgehen, um dich zu finden. Dankeschön. Ich bin dein alter Kumpel. Ich bin's, dein alter Kumpel Larry. Ich weiß, das macht es nicht besser. Geh weg. Sag mal, du kennst doch vielleicht noch das Masterpasswort für Prune. Aus deiner Zeit als CEO? Ach, deswegen bist du also hier. Du willst mich ausnutzen. Der große Larry Laffer. Erst versaut er die wichtigste Keynote meiner Karriere, dann jagt er meine Villa in die Luft. Die gehört Faith. Und nun will er mich nicht etwa befreien. Nein, er will von mir das Masterpasswort. Mhm. Warum sollte ich dir das wohl einfach so verraten? Weil du im Käfig bist und niemals rauskommen wirst, wenn du mir das nicht sagst. Stell dich nicht so an, du Lappen. Stell dich nicht so an, du Lappen. Pah, du bist ja hier wohl der Lappen. Jetzt geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich bin hier das Opfer. Ein Gefangener des Systems. Drama kann er. Was ist denn mit dir genau passiert? Du warst so plötzlich weg aus Kencam. Aufgrund der Güte meines Herzens wollte ich diesem nichtsnutzigen Barkeeper seine helfen, Güte. Seine jämmerliche Kneipe auf Vordermann zu bringen. Wie dankt er es mir? Er jagt mich davon. Ich bin dann mit meiner Yacht in einen Sturm geraten. Sie ist untergegangen. Und ich bin auf dieser Insel mit dem komischen Hotel gelandet. Das ist ein echt hartnäckiger Sturm. Diese abgehalfterte Insel hat Potenzial, dachte ich mir. Aber sie braucht etwas, das die Leute herlockt. Da gibt es diese Legende um die Höhle des kosmischen Wissens. Und ich dachte sofort, bam, ein galaktisches Festival. Und dann ging alles schief. Es waren natürlich die äußeren Umstände daran schuld. Natürlich. Ich bin dann mit dem letzten Schiff zurück nach New Lost Wages gefahren, dachte ich mir. Wenn jemand meine Erfahrung und mein Talent zu schätzen weiß, dann meine alte Firma. Sieht nicht so aus. Und jetzt geh weg. Aber nee, das ist ja jetzt... Hör mal. Wir wissen doch alle, was für ein Genie du bist. Naja, da hast du schon recht. Ich konnte bei Prune auch gar nicht mein Potenzial richtig ausschöpfen. Du warst aber schon vorher, also bevor Faith dich angeheuert hat, da warst du ein Schauspieler? Ja, und? Als CEO-Darsteller war das aber nix. Ach ja? Bist du jetzt doch Filmkritiker geworden? Ja. Nein, ich bewerte eigentlich nur Frauen auf einer Skala von 1 bis 10. Hau ab! Hör mal. Oh mein Gott. Das ist alles Faiths Schuld. Natürlich. Wer sonst? Aber hilft mir jetzt auch nicht weiter. Reiß dich mal zusammen. Du hast mir nichts vorzuschreiben. Oh. Chloes Internet geht gerade nicht mehr. Hör mal. Wir wissen... Naja, da hast du... Ich konnte... Du warst aber ein Schau... Ja. Hast du in der SMS geschrieben? Ja. Ich wäre ja auch ein super Schauspieler geworden. Nein. Also wirklich nicht. Dir fehlt... Grandezza und Charisma. Die Zwillinge? Ich habe alle ihre Filme gesehen. Bisschen Simsen. Ich finde das so lustig altmodisch, aber es funktioniert. Für deinen Prune-Job hättest du einen Oscar verdient. Findest du? Du warst ein total überzeugender CEO. Ich hätte dir jedes P-Phone abgekauft. Danke.
Endlich weiß das jemand zu schätzen. Faith war immer so kritisch. Kaum bin ich in der Stadt irgendwo versackt, hat sie gleich ein Riesendrama draus gemacht. Dir ist echt übel mitgespielt worden, BJ. Jemand wie du gehört an die Spitze von Prune. Jemand, der das Masterpasswort kennt. Und ob ich das kenne? Es lautet... Fast hättest du mich reingelegt, Larry. Aber die Revolution braucht es. Welche Revolution? Die Widerstandsbewegung gegen Wang. Wer steckt denn dahinter? Nari. Die ist doch eine Programmiererin. Warum leitet die plötzlich eine Untergrundbewegung? Sie ist unser Insider. Okay. Interessant. Faith. Natürlich. Die große Chefin. Nein, danke. Sie soll lieber ihren Kram alleine erledigen. Ich? Naja, also nichts gegen dich. Aber ich sehe dich nicht als Speerspitze einer Untergrundbewegung. Lefty. Was? Der versoffene Barkeeper, der mich mit dem Paddel verprügelt hat? Verschwende, mit dem will ich nie wieder zu tun haben. Oh, komm, jetzt hab dich doch nicht so. Dreist, du hast mir... Hör mal. Glaubst du nicht, dass du ihn etwas zu viel verrätst? Es ist Larry. Er hat uns erst in die Situation gebracht mit Wang. Oder Wang. Der hat ihn verraten, dass das P-Phone eigentlich... Das hätte er nicht sagen sollen. Er hat alles verraten einfach. Der Blödmann. Das... Aber... Na, ich konnte... Du ein Schauspieler? Ja. Für du... Ich... Komm. Die ist echt... Und ob... Aber die... Die... Du musst an die Spitze der Bewegung. Da hast du nicht Unrecht. Niemand kennt Prune besser als ich. Niemand kann besser organisieren als ich. Und ich habe mit Prune noch eine Rechnung offen. Sag ich doch. Aber beantworte mir noch eine Frage, Larry. Dann bin ich dabei. Klar, wenn du wirklich glaubst, dass ich der Richtige bin, die Revolution anzuführen. Natürlich! Und du daher mich richtig gut kennst. Beste Freunde! Und wir die intimsten Dinge miteinander teilen. Also, was soll's? Klar! Dann weißt du sicher, an welchem Kalendertag habe ich Geburtstag. Ach du Scheiße. An einem 32., weil du so besonders bist. Du fängst an zu fantasieren. Das ist eine gemeine Frage. Finde ich nicht. Du hast keinen Geburtstag, sondern bist geklont? An mir ist alles echt. An einem ersten? Das stimmt. Oh, wirklich? Das überrascht dich doch jetzt nicht. Du hast es doch gewusst. Oder soll ich die Frage nochmal stellen? Nein, nein, alles gut. Die Revolution braucht dich. Dann folge ich dem Ruf. Jetzt was musst du ein dich Troll? Nur noch aus dem Käfig befreien. Wow! Nicht nötig, der ist offen. Was? Sie haben vergessen, ihn abzuschließen. Warum bist du dann nicht einfach gegangen? Weil ich mich nicht ernst genommen fühle. Nicht mal einsperren tun die mich. Da bleibe ich erst recht hier. Okay. Aber ich glaube, du kommst jetzt mit mir, ja? Na gut. BJ? Mr. Jobs? Ich habe ihn gefunden. Keine Sorge, Leute. Ich bin jetzt da. Ab sofort sind unsere Chancen gewaltig gestiegen. Unsere? Larry, du solltest das Masterpasswort besorgen. Kein okay. Fluchen? Oha. Ihr reportet dann alle sofort direkt an mich. Nicht ihn. Ich kann ihn gern wieder wegsperren. Ach, lass es. Jetzt ist er hier. Wir müssen damit leben. Er sollte nicht diesen Raum verlassen. Team,
Status-Update? Wir brauchen jetzt erstmal das Master-Passwort. Oh, natürlich. Es lautet Walöl. Oh, das ist auch das Passwort, das der Polizist hier benutzt. Dann haben die es plagiiert. Ach ja, ich erinnere mich. Gut, Larry, das hätten wir geklärt. Ich bin dann bereit, mir die Planungsdokumente unserer Revolution genauer anzuschauen. Wo finde ich alles? Mr. Jobs, vielleicht bleiben Sie einfach erstmal dort hinten stehen. Ich bereite alles vor. Sehr gut. Hallo, Stille. 2 Minuten hohe Stimme. Oh Gott, okay, warte. Ich habe aber keine Lust darauf. Das finde ich jetzt nicht so nett. Faith? Ja? So, wir müssen mal reden. Wie war der Plan? Nee, doch nicht. Okay. Ich danke. Was sollen wir jetzt überhaupt machen? Perfekte Kombi, Schiller. Das ist schrecklich. Vielleicht sollten wir das mit allen Gefangenen machen. Also Zelle einfach auflassen, aus Trotz bleiben sie dann allein drin. Das ist eigentlich sehr gut. Hohe Stimme mit Führung finde ich viel lustiger. Ruf die Marketingabteilung. Ich habe eine großartige Idee für ein Logo. Was denn jetzt ein Logo? Hä? Irgendwie wirkt er müder als früh. Lefty! Okay, ja. Also wir haben ihn jetzt. Hey, na. Bis später. Bis dann. Wo muss ich jetzt hin? Was, unsere Zähne im Keller sind nicht abgeschlossen? Doch, deine besonders. Minus 10? Ja, wird sich nicht gut genug angestrengt, ne? Also, Darknet. Die Schmugglerin wartet auf mich in der Darmtoilette. Irgendwo in den Tunneln. In den Tunneln unter New Lost Vegas befindet sich der Eingang zum Darknet. Vielleicht kann mir jemand im Hauptquartier mit einer Wegbeschreibung helfen. Okay. Hey, wie finde ich das Darknet nochmal? Das mit der Wegbeschreibung also, ist auch etwas tricky. Du kommst über Tor ins Darknet. Und wie gelange ich dahin? Das ist ziemlich kompliziert. Genau genommen ist das im Moment nicht so alt, zumindest nicht, seit El Kommandante meine Wegbeschreibung mit seinem wirren Zeug vollgekritzelt hat. Aber du bist ja findig, Larry. Im Darknet bezahlst du allerdings nicht mit. Vor kurzem, ich habe dir schon um den Bit. Die Schmugglerin sollte das Ersatzteil. Dann kannst und so im. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal die Schmugglerin finden. Nochmal bitte. Na, du kommst über. Und wie gelange ich dahin? Das zwei ist Minuten vorbei. Okay. Genau genommen ist das im Moment zumindest. Aber du bist ja im Darknet. Vor kurzem. Ich ja, habe ist um ja den gut die jetzt. Und so im. Das. Ja, da sie. Bist. Lefty! Ja, das macht's jetzt schwieriger. Wie kommt das ist nicht so ein? Das Darknet ist in den Tunneln noch schwieriger zu finden als das Hauptquartier. Dafür braucht man schon eine Perf. Dann erzähl mal. Larry, ich bin ein Visual. Das Motto meines Sex. Na, zu. Das Motto seines Sexlebens. Ich muss. Und das wäre. Ach, du Scheiße. Fünf Minuten flogen wie ein Seemann. Nee. Das mache ich nicht. Das könnte blöd enden. So, wie machen wir das jetzt mit der... Ich will jetzt schon nicht mehr. Wir müssen jetzt die ganze Zeit mit diesen scheiß Wegbeschreibungen irgendwas machen. Ja. Ich muss jetzt mal nochmal hier raus. Mom. Da konnten wir ja nichts machen. Du hast noch kein Fluchen.
Ja. Das ist nicht die erste Tür, die... Ein Schummel? Mir nicht. Oh, schade. Möchtest du Kekse? Ja. Warum sollte man fürs Fluchen gebannt werden? Wenn es zu extrem ist, dann dürfen sie schon. Also wenn du wirklich, wenn dein Wortschatz nur noch Fluchen, also bösartige Worte im Wortschatz hat, dann können sie dich auch. So bekomme ich die auf. Also man darf schon fluchen, aber nicht halt dieses sehr übertrieben. Also wenn jedes Wort von mir einfach nur eine Beleidigung ist, dann ja. Sayonara. Ich weiß es gerade nicht. Bei mir ist gerade ein bisschen die Luft raus. Ich werf dich mit Kekse. Aber du sollst doch nicht mit Essen spielen. Die alte Wegbeschreibung einfach Lefto geben. Siehst du, darauf wäre ich jetzt gar nicht mehr gekommen. Kannst du mir vielleicht den Weg zum Darknet hier einzeichnen? Aber natürlich. Meine Wegbeschreibung ins Hauptquartier hierher hat ja offenbar auf Kekse auch funktioniert. Dabei hatte ich nicht mal Zeit, die komplett fertig zu bekommen. Krümelmonster! Ja, dann mal. Und das hat dich so tatsächlich nicht in die Grube des Todes geführt? Bitte was? Nein, ich bin hier in einem Stück angekommen. Was für eine Grube des Todes? Was für ein Glück. Gib mal her. Ich zeichne dir den Weg zum Darknet ein. Am ich will besten sterben. Auch so, dass du nicht in die Sense der Sensibilität gerätst. Die Sense der Sensibilität, was? Ich will einfach nicht mehr. Das tut weh. Hier, danke. Boah, was? Das wird für dich ein Kinderspiel sein. Ja, na klar, wer weiß, was du jetzt darauf gemalt Aber hast. Denk dran, du musst über Tor ins Darknet. Das sagte Nari schon. Ja. Du bist ja findig. Und das meinte sie auch schon. Ich hasse alles hier. So, was hast du denn jetzt gemalt? Das ist jetzt die Wegbeschreibung von El Comandante. Was ist das jetzt? Jetzt sind die grün? Also sind die grün jetzt die richtigen Wege oder was? Was? Warte mal. Also der hat jetzt mehrere zusammengemalt. Toilette und Glühbirne nach oben durchgestrichen. Also darf ich die beiden Wege dann nicht nutzen, oder was? Holy moly. Okay. Ja, boah, das Level ist schon wieder richtig anstrengend. Okay, wir versuchen's. Stöhne Menschen. Also, nach rechts dürfte ich jetzt nicht. Nach links auch nicht. Da ist auch noch eine Toilette. Toll, nach oben darf ich auch nicht. Ja, dann bleibt er nur nach unten. Polizei. Nach links darf ich nicht. Da ist so ein Fass. Aber, ja, keine Ahnung. Nach unten dürfte ich dann nicht. Und nach rechts darf ich nicht.
Ich habe keine verdammte Ahnung. Moment. Okay. Hast du das Problem, durch diese super einfache Labyrinth zu kommen? Das ist schamlose Masche, den Entwickler die Spielzeit künstlich in die Länge zu ziehen. Okay, wenn du möchtest, kannst du dich durch das Labyrinth mogeln und den ganzen tollen Spaß einfach überspringen. Ich hasse Spaß. Bring mich endlich durch dieses blöde Labyrinth. Ich hasse es. Das dachte ich mir, aber jetzt hast du die Möglichkeit, beim Betreten den Tunnel direkt zum Ende zu springen. Ja, wir hassen... Ich hasse euch. Weißt du? Bring mich direkt ins Darknet. Ich finde gut, dass sie das einbauen. Sehr gut. Das ist mein Humor. Das ist mein Humor. Ich wollte immer schon durch so eine Art Tor gehen. Scheinst du was getriggert zu haben. Sehr gut. Sexschaukel. Die Musik dabei. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Boy Stuff. Ah nee, beiden Boy Stuff. Ich sollte ins Bett. Es wird Zeit. Ich soll einfach ins Bett. Ich ließ die Sachen hier gar nicht stehen. Fuck. Sieht zwar wie eine Hängematte aus, aber sollte ich nicht so benutzen. Solltest du nicht so benutzen, genau. So. Willkommen im Leisure Suit Darknet. Wie kann ich Sie heute beglücken? Was ist das für ein Ort? Was ist das hier für ein Ort? Das Leisure Suit Darknet. Ein Ort, an dem Sie die exotischen Produkte finden, die auch außergewöhnlichen Geschmack befriedigen. Unsere Produkte lassen Sie die höchsten Höhen des Lebens fühlen oder in die tiefsten Abgründe stürzen. Das Leisure Suit Darknet ist ein Franchise der Leisure Suit New Lost Wages Corporation, registriert auf Bea Tuse. Das Darknet muss sich direkt unter der Leisure Suite befinden. Was ist mit Bea? Was ist mit Bea? Bea Tuse ist mit dem Prototypen des Facumatic Deluxe Version 2 durchgebrannt. Oder ist der Prototyp durchgebrannt? Oder hat es ihr einfach im Schritt gebrannt? Jedenfalls ist sie gerade nicht da. Es ist wohl zu aufwendig für diesen Unsinn, die Sprecherin zu engagieren. Klingt nachvollziehbar. Was ist denn schon wieder hier? Was ist das hier für ein Ort? Das Leisure Suit Darknet. Unsere Produkte. Das Darknet. Bitte wählen Sie ein Produkt. Fuck-O-Matic Deluxe. Barbarenbräu. Kettensägen. Benzin. Weiblich auf weiblich Adapter. BJ Sexpuppe. Dildo mit Käsearoma. Getragene Unterwäsche. Nein, ich habe selbst schon genug schmutzige Unterwäsche. Junge, was ist denn mit dir? Von hier stammte dieses Ding also. Manchmal wache ich immer noch nachts auf, schweißgebadet und mit Käsegeruch in der Nase. Alter, ist das ekelhaft, Mann. Aufgrund der hohen Nachfrage ist dieses Produkt leider ausverkauft. Das verstehe ich. BJ ist schon ein geiles Stück Arsch. Okay, ich mach mal hier weiter. Diese Produktreihe hat es nie über den Prototypenstatus hinaus geschafft und ist deshalb nicht verfügbar. Der internationale Schwarzmarktverband hat das Handeln von sogenannten Barbarenbräu-Produkten aufgrund von Sicherheitsproblemen verboten. Besser ist das für alle. Leider befindet sich dieses Produkt derzeit in einem anderen Spiel. Was darf ich überhaupt kaufen? Nur noch ein Produkt auf Lager. Wie möchten Sie zahlen? Mit Kronkorken? Vielleicht kann ich es abarbeiten. Mit diesem Wallet hier. Mit diesem Wallet hier. Leider befinden sich für diese Transaktion nicht genügend Klitcoins in Ihrem Wallet. Ich dachte, sie hat voll viel da rein raufgemacht. Oha. Dann gibt es nur einen Weg. Mit Kronkorken? Leider könnte. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich gar keine. Ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Das ist ja gar nicht gut. Vielleicht kann ich es abarbeiten. Igitt,
Aber wir müssen das ja erst abheben, ne? Das ging ja nur an diesen einen Automaten und der Automat funktioniert gerade nicht. Den müssen wir erst zum Laufen kriegen, ne? Wir sind ja jetzt erst, wir haben ja erstmal das hier gefunden. Gefunden. Okay, habe ich etwas zum Reparieren? Alles klar, gute Nacht, Oni-chan. Schlaf gut. Danke, dass du da warst. Okay, dann haben wir das erstmal. Wie sieht es aus? Was? Ich meine, ich mache das hier ja nicht umsonst. Eine Erfolgsbeteiligung müsste schon mindestens... Ich frage unsere Juristen. Oh. Kannst du mir ein Pi-Phone besorgen? Ich fühle mich so nackt ohne eins. Sorry, gerade nicht möglich. Hallo Pock, ich wünsche dir auch frohe Weihnachten. Ich frage mich ja, was aus dem Cougar-Update geworden ist. Oh, das ist erschienen. Immerhin. Es wird uns nicht helfen, den finsteren Plan von Wang zu verhindern. Trotzdem, immerhin. Larry, ich ernenne dich zu meinem Chief Revolutionary Officer, CRO. Danke. Auch wenn es wie ein Rapper klingt, der heimlich ein Furry ist. Ich will eine Gehaltserhöhung. Abgelehnt. Wo ist mein Büro? Du stehst schon drin. Ah, am Ausblick könnten wir etwas verbessern. Ich rufe den Glaser. Danke. Sollte ich vielleicht meine Frisur ändern? Ich könnte wieder so einen Haarknoten wie früher tragen. Das würde doch Revolution ausstrahlen. Habe ich auch mal probiert. Lass es. Na gut. Wo ist meine Sekretärin? Die hat heute frei. Morgen wird sie sich um alles kümmern. Ansonsten wird sie gefeuert. Sag ihr das. Für eine Revolution sind wir ziemlich schlecht bewaffnet. Soll ich meinen Waffenhändler anrufen? Nein, wir kämpfen vor allem mit unserem Intellekt. Ist das dieses russische Sturmgewehr? Warum wird der Peabot nicht so gebaut, dass er nach mir aussieht? BJ, das wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Warum war auf deiner Yacht eine Puppe von dir? Ich wollte von mir eine Actionfigur anfertigen lassen. Die blöde Firma hat aber die Maße falsch verstanden. Ich wollte das alles noch reklamieren. Ah, verdammt, jetzt sind die Puppen alle mit der Yacht untergegangen. Und das ist auch gut so. Niemand muss erfahren, was mit dieser einen Puppe passiert ist. Was denn? Niemand. Niemand muss erfahren, was mit dieser Puppe passiert ist. Die Larry in der Hand oder woanders hatte. Niemand. Warum wird der Peabot nicht so gebaut, dass er nach mir aussieht? Weil ihn sonst keiner kauft. Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Warum war auf deiner Yacht eine Puppe? Ich wollte die... Ich, und okay, das ist der letzte Text gewesen. Sehr gut. Kann ich nochmal mit ihr darüber reden? Eher nicht. Nee? Kann ich hier die Batterie hier reinstecken? Nicht. Nicht? Kann ich hier Kabel reinstecken? Die beiden Sachen funktionieren. Oh. Lefty! Hey, komm. Ich muss. Faith? Ja? Ich lasse. Hey, na. Was kannst du mir über... Ich mache mir Sorgen. Eigentlich hätte sie... Vielleicht wurde sie verfolgt. Wie erkenne ich... Du wirst sie erkennen, wenn du... Okay, wie kommen wir denn jetzt weiter, bitte? Will ich wissen, was es für einen Fetisch mit Batterien gibt? Nee, ich glaube, das will man nicht wissen. Ich glaube, ich höre schon zum vierten Mal Jingle Bell Rock. Nice. Geht bestimmt dann auch noch ein fünftes Mal. Vom Ausgangspunkt nach rechts, Prunes Karte brauchst du. Was? Hm.
Und ich darf Radio nicht ausmachen wegen Eilnachrichten mithören. Oh Gott. Das ist eine andere Art von Folter. Weil die Zugangskarte... Vorher muss ich erstmal die Darmtoilette finden. Ja, ich würde gerne vorher die Darmtoilette finden. Die wird aber auch im Labyrinth sein, oder? Die Scheiße. So bekomme ich die auf keinen Fall auf. Die ist im Labyrinth, die Toilette. Oh mein Gott. Okay, wir machen das Labyrinth jetzt zusammen, damit ich das hinter mich habe mit dieser Scheiße. Oh, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Siehst du, guck mal, das Labyrinth, das Spiel will nicht mal mehr dieses Labyrinth machen. Der hat einfach keinen Bock mehr drauf. So, warte. Selbst das Spiel hat keinen Bock mehr. Die ist im Labyrinth und du bist schon, glaube ich, dran vorbeigelaufen. Das ist ja nicht schlimm. Wir mussten ja vorher erstmal was anderes gemacht. Darf ich die Lösung zitieren? Ja. Ertrag dieses Labyrinth einfach nicht mehr. Folgst du nicht so lange den Anweisungen, bis du in einem Raum mit einem besonderen Nordtisch sitzt? Das klang wie ein Furz. Was? Folgst du nicht so lange den Anweisungen, bis ihr einen Raum mit einer besonderen Nordtür seht? Was? Den Anweisungen der Labyrinthkarte. Ja cool, dann kann ich nochmal raus, weil ich jetzt null aufgepasst habe. Moment. Die Tür im Norden hat eine Art Aussparung. Es wird alles immer verwirrender. Ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Jetzt bin ich zum Tor gegangen, seht ihr? Diese Labyrinthe machen mich fertig, ich will nie mehr. Also muss ich die Karte wieder auspacken. Nee, stopp. Oh, da ist doch schon eine Tür mit einer Aus. Hä, was soll ich denn mit der Lösung, wenn ich direkt da bin? Scheinbar geht es hier zur Damentoilette. Wie überraschend. Oh, wow. Ich weiß, ich sollte da nicht reingehen, aber wir müssen divers denken. Halt die Schnauze und geh jetzt rein. Kein Kommentar dazu, Pi? Oh, ich hatte ganz vergessen, dass sie... Hallo? Wer bist du? Das kommt ganz drauf an, wen du brauchst, mein Süßer. Oh Gott, ich hab so eine Ahnung, wer das sein könnte. Bist du die Schmugglerin? Schätzchen, willst du vielleicht, dass ich mit dir illegale Sachen mache? Das entscheide ich. Ist es die Gurkenfrau? Ja, es ist sie. Tuck! Ah, du erinnerst dich an mich, Süßer. Sagen wir so. Nein, sagen wir besser nichts darüber, was wir im Gefängnis von New Lost Wages erlebt haben. Wir beiden Knastvögel hatten aber schon unseren Spaß, was? Nein, wir sagen wirklich nichts darüber. Warum stehst du denn im Schatten rum? Larry, also bitte, schau dir doch mal die grellen Lichter an. Hier sieht man doch jedes meiner Problemzöhnchen. Außerdem, ein paar von den Sachen, auf die ich stehe, macht man lieber im Dunkeln. Okay, aber jetzt zur Sache. Schätzchen. Genau. Also, du hast etwas hergeschmuggelt, was ich brauche. Irgendwas, um diesen komischen Geldautomaten für diese Dings, Druftwährung benutzen zu können. Kryptowährung. Oder so. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, habe ich alles an einen Ort transportiert, der besonders sicher ist.
Bitte nicht da, wo ich denke. Ich will schwer hoffen, dass wir an das Gleiche denken. Oh, es ist also... Es ist also tatsächlich wieder Zeit für meine Leibesvisitation. Kannst du nicht alles selbst rausholen? Ich bin Schmugglerin und keine Verrenkungskünstlerin. Außerdem weiß ich doch, dass du drauf stehst, mein Rehbeinchen. Ich hoffe, du hast nicht wieder so kalte Hände. Bringen wir es hinter uns. Mein Rehbeinchen, was? Ich würde nie wieder hinter jemanden reden. Das ist doch nicht. Oh, die Richtung stimmt schon. Oh mein fucking Gott. Ja, Wärme. Also auch deine Hände jetzt. Ich habe es. Was ist das denn? Wie soll mir das denn mit dem Geldautomaten helfen? Oh, das ist mein Backstage-Pass für das Lady Gag-Konzert. Da war ich sowas von Backstage. Naja, immerhin nicht wieder Gurken. Such weiter. Moment, da ist doch noch... Ja, hier habe ich... Okay, das ist doch... Die brauchst du für den Kryptogeldautomaten. Immer wenn ich denke, ich hätte diese Welt ein wenig besser verstanden, passiert sowas. Und ich kann nicht mal Pi bitten, mir alles zu erklären. Gott sei Dank. Gott sei Dank Moment. Ist sie nicht da. War hier nicht gerade noch die Tür zur Damentoilette? Es ist besser, dass diese Tür zu ist. Für immer. Für immer. Oh mein Gott. Dieses Geräusch. Ja, das macht es irgendwie noch viel Moment. Schlimmer. Moment. War ich hier nicht schon mal? Ja, wir waren hier schon mal.